Training bis zur Bewusstlosigkeit. Wer zu den Minentauchern der Marine will, muss an seine Grenzen gehen. Und nicht selten auch darüber hinaus. Also ich bin dafür, dass wir hier an der Stelle jetzt erstmal mit Atemübung aufhören. Sonst schießen wir die durch hier. Fangen Sie an. Saletti, was los? Sie gehen jetzt zu Wasser und konzentrieren sich auf Ihren Job und glotzen nicht durch die Gegend. Haben Sie mich verstanden? Eckernförde in Schleswig-Holstein. Hier haben die Minentaucher ihren Stützpunkt. Wer dazugehören will, muss vor der Ausbildung zeigen, dass er die nötigen Voraussetzungen mitbringt. 11 Wochen dauert das harte Auswahlverfahren. 8 Bewerber haben sich gemeldet, darunter der Obergefreite Martin Schwen. Ich meine, wo kann man sonst aus dem Hubschrauber springen während der Ausbildung? Einige Anwärter treten bereits zum 2. Mal bei den Minentauchern an. Marcello Saletti ist einer von ihnen. Diesmal will er es wissen. Ein Bürojob zum Beispiel wäre nicht wirklich für mich. Bei den Bewerbern ist aber nicht nur körperliche Fitness gefragt, sondern auch Köpfchen. Stabsgefreiter Patrick Bremer hat sich intensiv auf die Prüfung vorbereitet und kennt seine Schwächen. Was schwierig ist für mich, ist Tauchmedizin zum Beispiel. Trotz der hohen Anforderungen ist der Job in einer Spezialeinheit bei der Bundeswehr für viele Traumberuf. Tore Speyers Wunsch ist es, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Ich möchte gerne Minentaucher in 2. Generation werden. Rund 50% fallen beim Auswahllehrgang durch. Entsprechend groß sind die Nachwuchssorgen bei der Truppe. Wir haben 140 Stellen und zurzeit sind davon nur 40 besetzt. Wir haben sehr wenig Bewerber hier in dem Bereich und es werden von Jahr zu Jahr immer weniger. Und trotz intensiver Nachwuchsgewinnung fehlen uns halt die Bewerber. Doch deshalb die Anforderungen zu senken, kommt nicht in Frage. Der Test beginnt mit einem 5000-Meter-Lauf. Maximalzeit dafür 23 Minuten. Gut. So, für die 5000 Meter, die Sie absolviert haben, haben Sie Ihre Leistung bisher bestätigt und auch der eine oder andere auch hier verbessert. Das ist auch in Ordnung, trotz der vorherigen Belastung durch die ersten Wochen schon. Das ist in Ordnung. Damit können wir zufrieden sein. Als nächstes müssen die Anwärter im Krafttraining zeigen, was in ihnen steckt. Beim Bankdrücken und den Klimmzügen schlägt die Stunde der Wahrheit. 6-mal gilt es, sich an der Stange hochzuziehen und im Anschluss eine 50 Kilogramm schwere Hantel 15-mal zu stemmen. Doch das ist nur der Anfang. Die Ausbilder wollen Fortschritte sehen. Ich versuche mich zu steigern, sage ich so. Ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen. Tagesformabhängig, genau wie laufen. Aber wissen Sie, was Sie zuletzt hatten und was Sie jetzt haben? 17 hatte ich zuletzt. Jetzt 18. Wegen des üppigen Gehalts quält sich hier sicherlich niemand. 337 Euro Spezial- und Erschwerniszulage bekommen die Soldaten, die den Anwärterkurs bestehen. Die Neulinge unter den Minentauchern verdienen dann insgesamt einen Sold von rund 2000 Euro. Warum tun Sie sich das an? Ich meine, es ist ja doch relativ anstrengend alles. Ja, warum tut man sich das an? Es gehört einfach dazu zum Weg zum Minentaucher, sag ich mal. Es gibt halt nur recht wenige. Und wenn man dazugehören möchte, muss man da halt durch. Doch nicht nur die ständigen Sportprüfungen sind eine Herausforderung. Die Soldaten müssen auch jederzeit mit schweißtreibenden Disziplinarmaßnahmen rechnen. Ja, es gibt so gewisse Regeln, wo sich die Lehrgangsteilnehmer hier bei uns dran halten müssen. So wie gesagt, nicht fluchen auf dem Lehrgang oder sowas, weil das wollen wir hier nicht hören. Das macht man sonst auch nicht. Und ja, um als kleine Gedächtnisstütze hat der Lehrgang dann sich halt ein paar Liegestütze verdient. Noch einmal die Serie. Hier fangen Sie stellvertretend für den Lehrgang. Sie wissen, warum es sind. Bei uns auf dem Lehrgang wird nicht geflucht und keine Schimpfwörter von sich gegeben. Der Stahlzylinder dient der Truppe dabei als Symbol für Extra-Einheiten, die noch abzuleisten sind. Erst wenn die ganze Gruppe mit der sogenannten Serie durch ist, darf er dem Ausbilder zurückgegeben werden. Die Aufgabe ist klar vorgeschrieben. Jeweils 20 Liegestütze und Rumpfbeugen sowie eine Spezialübung. Wie viele Zylinder haben die denn jetzt in den letzten Wochen schon so abarbeiten müssen? Grob über den Daumen, denke ich, sind wir jetzt bei 15. In den letzten 4 Tagen. Und glauben Sie, das hat schon einen Effekt gezeigt? Ja. Also die Fehler, die Sie gemacht haben, die machen Sie jetzt schon nicht mehr. Also wir müssen auch schon nach neuen gucken. Aber Sie wissen genau, wonach Sie schauen müssen? Ja. Wer sucht, der findet.
Zwei Wochen später, die Minentaucheranwärter haben den Sportteil erfolgreich absolviert. Nur einer ist wegen einer Ohrenentzündung ausgeschieden. Die restlichen 7 Aspiranten dürfen jetzt ins Tauchbecken. Gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie denken, da könnte es heute vielleicht ein bisschen kritisch werden? Apnoe-Training vielleicht, weil wir werden uns jedes Mal, von Tag zu Tag steigern wir uns. Und beim letzten Mal wurde schon die Luft recht knapp. Aber wird sich zeigen. Okay, wir legen los. Bremer, Wizard, Saletti, vorbereiten. Maske auf, Schnorchel rein, alle. Und ab. Die erste Apnoe-Übung beginnt. Die Männer müssen auf den Boden des fast 6 Meter tiefen Beckens tauchen und dann bis zur Mitte schwimmen. Dort sollen sie die Flossen, die Brille und den Schnorchel ausziehen und ablegen. Danach wird der Tauchgang bis zum Beckenrand fortgeführt. Nach der Wende muss die Schnorchelausrüstung unter Wasser wieder angelegt werden. Endspurt zur Ausstiegstreppe. Die Taucher sind jetzt rund 2 Minuten unter Wasser und müssen nur noch das letzte Stück schaffen. Nicht allen gelingt das. So manchem geht auf den letzten Metern die Luft aus. Es kann schon vorkommen, dass bei dem einen oder anderen, der an seine Leistungsgrenze kommt, vom Apnoe-Tauchen her, dass der vielleicht mal ohnmächtig wird. Kurz darauf gibt es beim Stabsgefreiten Bremer erste Probleme. Er bricht den Tauchgang ab und steigt auf. Bremer, was ist los? Luft ist zu schnell, zu wenig, Junge. Ja, habe ich die Arme verkrampft. Da bin ich auch. Es ist kein Grund, sich den Schnorchel panisch aus dem Mund zu reißen. Jawohl. Sie kriegen auch durch den Schnorchel Luft, jawohl, wenn das Wasser draußen ist. Das verstanden. Assoziieren wir das mit Angst? Dann sind sie hier schneller draußen, als sie nach innen ist. Ich bin verärgert, weil die Lernteilnehmer, die eine Ansage bekommen, für den nächsten Auftrag nicht richtig zuhören. Wichtig ist den Ausbildern, dass die angehenden Minentaucher unter Wasser Ruhe bewahren, vor allem wenn die Luft knapp wird. Denn wer später bei einem Einsatz Panik bekommt, gefährdet sich und seine Kameraden. Ruhig. Blickkontakt. Ganz ruhig. Ruhig atmen. Blickkontakt. Schultern ins Wasser. Langsam erholt sich Moritz Wissert, bekommt wieder Luft. Als nächstes ist Tore Speyer an der Reihe. Auch er bricht ab. Der Sicherungstaucher hilft ihm sofort an die Oberfläche. Der 20-Jährige ist kurz ohne Bewusstsein. Nach einer Sauerstoffbehandlung geht es ihm schnell besser. Also ich war ja schon fast aufgetaucht. Ich war ja 20 cm unter der Wasseroberkante, Oberfläche. Und ja, ich habe auf einmal gemerkt, dass es kribbelte. Und dann kriegt man das wie so als dritte Person mit. Also man merkt dann, dass man angefasst wird und dass man rausgezogen wird. Aber man nimmt das nicht. Also ich hatte das war eine ganz neutrale Stimmung. Keine Angst oder Panik oder irgendwie sowas. Das ist einfach passiert. Der Lehrgang hat jetzt Pause. Bis halb. In der Zeit haben Sie die Chance, auf Toilette zu gehen, was zu trinken, vielleicht einen kleinen Snack zu sich zu nehmen, vom Taucherzusatz, sich ein bisschen runterzufahren, sich ein bisschen zu überlegen, ob Sie richtig sind, ob Sie zuhören wollen danach, nochmal weitermachen oder ob wir das einfach alles sein lassen. Dann können wir alles einpacken, nach Eckernförde fahren und dann war es das für diesen Lehrgang. Weil mit 2 Mann, das sind die Leute, die ich jetzt hier persönlich sehe, die ich behalten würde. Mit 2 Mann kann man keinen Lehrgang machen. Pause. Nach der Pause geht es für die Männer um alles. Schon heute Nachmittag kann der Traum vom Job als Minentaucher für sie vorbei sein. Denn bei der Prüfung im Becken kennen die Ausbilder keine Gnade. Wir haben viel geändert, auch im Ausbildungskonzept, dass wir uns mehr Zeit nehmen für gewisse Bereiche, woanders vielleicht ein bisschen zurückstecken.
Bei gewissen Sachen können wir natürlich nicht zurückgehen. Und das ist genau der Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, im Apnoe-Bereich. Und das müssen sie hinkriegen. Da müssen gewisse Sicherheiten, Fertigkeiten werden da verlangt und müssen erbracht werden von den Anwärtern. Sonst kommen sie nicht weiter. Wir können bei solchen Anforderungen, wo es um die Sicherheit geht, können wir nicht zurückschrauben. Um die Lage etwas zu beruhigen, hat der Kursleiter zunächst eine Übung an der Wasseroberfläche angesetzt. Doch die Männer sind jetzt nervös und unkonzentriert. Saletti, was los? Hier, Saletti, raus aus dem Wasser. Gerne, beide schön. Herr Mann, schließen Sie aus. Aus dem Liegestütz. Fangen Sie an. Fangen Sie an. Nee, wollte nicht. Sie gehen jetzt zur Wasser und konzentrieren sich auf Ihren Job und glotzen nicht durch die Gegend. Haben Sie mich verstanden? Was tut weh? Eine Verletzung, die schmerzt auch richtig. Was für Verletzung? Die ich mir vorher dazu gezogen habe. Dann geht ihr zum Arzt damit und schwächeln hier nicht rum. Wollen Sie den Arzt sprechen oder machen Sie die Übung weiter? Dann zu Wasser. Der Lehrgang hatte einen Auftrag auszuführen, durchzuführen. Und wenn ich merke, die Leute sind nicht konzentriert oder unkonzentriert, sowas erkennt man ganz einfach, indem sie durch die Geschichte, Weltgeschichte gucken, irgendwo abgelenkt sind, an ihren Ausrüstungen rumzuppeln, das wollen wir natürlich nicht, wird der Mann rausgeholt und dann animiert, sich auf seinen Auftrag zu konzentrieren. Und er hat mal ein paar Liegestütze gemacht, dass er wieder gedanklich ein bisschen runterkommt. Dann steht der zweite Durchgang der Apnoe-Übung auf dem Plan. Diesmal geht Martin Schwehn vorzeitig die Luft aus und er taucht auf. Die Rettungsschwimmer erkennen sofort, ein Notfall, ihre Hilfe wird gebraucht. Schwehn ist bewusstlos. Gemeinsam ziehen die Ausbilder den regungslosen Obergefreiten aus dem Wasser. Der zweite Zwischenfall. Genug für heute. Jetzt hat die Übung jeder einmal versucht, ob geschafft oder nicht. Also ich bin dafür, dass wir hier an der Stelle jetzt erstmal mit Apnoe-Übung aufhören. Sonst schießen wir die durch. Der bisher härteste Ausbildungstag geht zu Ende. Für einige der zukünftigen Froschmänner war es die erste Grenzerfahrung. Man ist unter Wasser, man möchte atmen. Man wird definitiv nervös und dann weiß man eigentlich schon nicht mehr wirklich viel. Dann packen einen die Ausbilder schon und dann ist man eigentlich schon oben. Ja. Brauchst du jetzt dann Überwindung, nachdem man so einen Ohnmachtsanfall hatte, gleich danach wieder ins Wasser zu gehen? Ja, natürlich. Ich war auch eine Zeit lang danach ein bisschen zittrig noch, habe Impuls gehabt. Und vor allem das Schlimme ist ja, wenn man nicht als erstes dran ist, sondern wenn vor direkt neben einem einer rausgezogen wird, der Sauerstoff braucht, ne? Und dann sich dann wieder runterzukriegen. Ja, schon hardcore. Dienstschluss. Doch die Männer wissen, der schwerste Teil ihrer Prüfung liegt noch vor ihnen. Eine Woche später. Die Minentaucheranwärter sind nur noch zu fünft. Martin Schwehn und Marcello Saletti fehlen. Herr Saletti hat vom Vorbereiterlehrgang schon Verletzung mit in diesen Lehrgang hineingebracht. Aus dem Grund konnte er gewisse Übungen auch nicht absolvieren. Und er war auch vom Kopf nicht ganz frei, auch bei den Sicherheitsübungen. Und somit gab es bei ihm zwei ausschlaggebende Gründe, dass wir ihn vom Lehrgang ablösen mussten. Als letztes ist der Herr Schwehn ausgeschieden. Herr Schwehn, von den Grundvoraussetzungen, körperlicherseits, hat er alles mitgebracht. Er hatte gerade die letzten Tage im Apnoe-Bereich große Probleme bei den Sicherheitsübungen gezeigt und hatte sich innerlich auch so weit aufgerieben, dass er vor den Übungen schon nicht mehr in der Lage war zu tauchen. Schwehn und Saletti sind auf dem Stützpunkt geblieben und in die sogenannte Boarding-Kompanie gewechselt. Eine Einheit, die sich auf das Entern von Schiffen spezialisiert. Für beide eine neue Chance. Mein Kopf stand mir im Wege. Einfach, also stand wirklich nur mein Kopf im Wege. Das ist, ich denke mal, die Leistung hatte ich, aber ja.
wenn der Kopf nicht mitspielt, dann ist der Hauptfaktor, denke ich mal, dann funktioniert es nicht. Wenn man aus der Truppe rausgerissen wird, ist schon schade. Also. Es ist ein mieses Gefühl, muss man sagen, weil es ist wie so eine kleine Familie. Man macht vieles zusammen, das schweißt sehr zusammen. Und man fühlt sich so ein bisschen in der ersten Zeit einsam. Ich habe leider eine Phobie gegen Wasser bekommen, ich habe Panik unter Wasser bekommen. Und musste mir leider selber eingestehen, dass das Element Wasser nichts mehr für mich ist, beziehungsweise die Taucherei. Die restlichen fünf haben die Apnoe-Phase überstanden. Jetzt dürfen sie mit dem Gerätetauchen beginnen. Ihre ersten Tauchgänge absolvieren sie in der Halle. Flossen anziehen, Maske auf die Stirn, LED rein. Ausführen. Am Anfang stehen einfache Übungen mit der rund 60 Kilo schweren Ausrüstung auf dem Programm, sowie die wichtigsten Handzeichen. Und schon steckt der Nächste in Schwierigkeiten. Und Probleme? Ja, mit dem Druckausgleich auf dem linken Ohr, ja. Was jetzt? Jetzt bekomme ich Nasenspray, damit es ein bisschen abschwillt. Und dann versuche ich nochmal, ob es geht, bevor ich mir das Trommelfell kaputt mache. Bei einem regulären Tauchgang wäre der Einsatz von Nasenspray nicht erlaubt. Da es sich aber um eine kontrollierte Übung handelt, drücken die Ausbilder diesmal ein Auge zu. Und so können alle das Training erfolgreich zu Ende bringen. Endlich mal eine positive Bilanz. Ich würde hier schon mal sagen, dass wir definitiv auf einem guten Weg sind. Was wir natürlich noch verbessern müssen, sind gewisse Bereiche bei Sicherheitsübungen mit dem Tauchgerät, mit unserem Einsatzgerät. Wir müssen natürlich auch gucken, wo die Schwachstellen jetzt sind und müssen dort als Ausbilder natürlich auch nachbessern. 6 Wochen später, 5 Uhr morgens. Die Ausbilder Thomas Natschka und Manuel Bögin sind schon vor Sonnenaufgang unterwegs, um ihre Schüler zu wecken. Für die geht es heute ums Ganze. Es ist der entscheidende letzte Prüfungstag. Morgen, Kameraden. Morgen, Herr Bootsmann. So, heute der Tag, auf dem wir 3 Monate hingearbeitet haben. Der finale Test beginnt wie immer mit Liegestütze. Danach soll ein 18 Kilometer langer Geländelauf folgen mit vielen unangenehmen Überraschungen. Ich denke mal, hier wird sich keiner heute ablesen lassen, weil die genau wissen, heute ist der letzte Tag und egal was kommt hier, die machen alles heute. Abschlussprüfung bei den Minentauchern einer Spezialeinheit der Bundeswehr. Wenn wir die Stunde hier nicht verbringen wollen, dann geben Sie Gas. Oben anschlagen, schnellstmöglich wieder runter. Und weil es so schön war, das Ganze gleich nochmal. Umdrehen, ab. Das verdammt, da kann ich deiner Fläche schon unten, sondern manche erst bei der Hälfte. Da lache ich mich tot. Die Ausbilder haben bei diesem finalen Test kein Mitleid mit den Bewerbern. Wer jetzt aufgibt, ist raus und hat sich die vergangenen Wochen umsonst gequält. So, der Rest auf, gerade stehen. Ich will ja keinen Jammern hören. So, Laufformation herstellen. So, und ab geht's. Hier ist der erste Mann. Fast 20 Kilometer müssen die Möchtegern-Minentaucher mit dem 16 Kilo schweren Rucksack zurücklegen. Bei jeder Station wartet eine neue Herausforderung. So Leute, es kann doch nicht so lange dauern, so einen dummen Baum schon auszusuchen. Dann nehmen Sie halt einen großen und teilen Sie sich den mit dem Kameraden. Der lange Mann, die suchen sie auch dementsprechend den Baumstamm, tragen ihn zu weit. So, weiter geht's. Was ist am härtesten hier? Kopf gegen Körper. Oder andersrum. Wir halten ja die ganze Zeit eine Geschwindigkeit bei. Und irgendwann merkt man halt, dass das Gewicht auf einmal mehr wird, aber die Geschwindigkeit bleibt gleich. Und wir müssen halt versuchen, immer dran zu bleiben. Als 3 Stunden später die Sonne hoch am Himmel steht, ist die Mannschaft schon fast am Ende ihrer Kräfte. Ein letztes Schlammloch muss überwunden werden. Los, durch da, Hände sich gegenseitig, sind ein Lehrgang. Zusammen seid ihr stark. Runter! Und weiter. Für die Ausbilder ist es bei der Abschlussprüfung wichtig festzustellen, ob die Anwärter als Gruppe zusammenhalten und gemeinsam Hindernisse meistern. Das macht 99% von dem Ganzen aus, von dem hier. Ob man, wie sehr man sich auf seinen Kameraden verlassen kann. Und wenn man hier ist und das durchstanden hat, dann kann man sich zu 200% sicher sein, dass man sich auf seinen Mann links und rechts jeweils 100%ig verlassen kann.
Der erste Teil der Abschlussprüfung ist geschafft und noch sind alle an Bord. Aus meiner Sicht ist der Geländelauf für mich das Anstrengendste und dafür habe ich es schlimm hinter mir. Es gab schon manche Momente, wo man dann sagt, ne, also schon habe ich, körperlich auf jeden Fall. Grenzerfahrung kann man auch sagen. Dabei steht den Marinesoldaten die finale Grenzerfahrung erst noch bevor. Eine mehrstündige Schwimmstrecke im eiskalten Wasser der Ostsee in voller Montur. Die Kameraden bereiten sich jetzt fürs Seeschwimmen vor, die letzten 7 Kilometer quasi. Und wenn sie dann angekommen sind in Eggernförde, dann haben sie es geschafft für heute. Obwohl die Männer Flossen benutzen dürfen, ist die Aufgabe nicht leicht. Sie müssen über die gesamte Strecke gegen die Strömung und aufkommenden Gegenwind ankämpfen. Marschausschuss! Land in Sicht und ein Salutschuss zur Begrüßung. Die gesamte Minentaucherkompanie ist in Eckernförde am Strand angetreten, um den neuen zu ihrem bestandenen Test zu gratulieren. So, Kameraden, Flossen ausziehen. Endlich sind die 5 Soldaten am Ziel angekommen. Sie dürfen jetzt Minentaucher werden. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Ich hoffe, den werden Sie nie vergessen in Ihrem Leben. Seien Sie stolz auf die Leistung, was Sie hier heute gebracht haben. Ihre Zeit für Seeschwimmen waren 5 Stunden, 15 Minuten. Nicht gerade die schnellste Zeit, aber auch nicht die langsamste Zeit, was wir hier gesehen haben. So, alles Gute. Spätestens mit diesem Ritual sind die Frischlinge jetzt offiziell Teil der Spezialeinheit. Einsatzfähig freilich sind sie noch lange nicht. Davor liegen weitere 12 Monate intensiver Ausbildung. Prost, ne? Und auf den Tag, würde ich sagen, ne? Auf den Tag, ja.